Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Drackensang. Ja. Ich habe jetzt mal ganz gemein nach der Lösung für das die Schatzkartenquest geguckt. Das ist eine alte Schatzkarte. Und ja, diese Quest ist sehr kompliziert. Alleine würde ich da wahrscheinlich Ewigkeiten brauchen. Und deswegen habe ich einfach hier mal nebenbei die Lösung offen. Also, wie ich eigentlich zuerst vermutet habe, der erste Reim. Verweist auf die drei Gräber. Hier unten. So. Drei Schwerter in einer Reihe. Genau. Das sind drei Schwerter in einer Reihe. Folgt nur dem Heft allein. Bedeutet, ja, in der Beschreibung steht, damit ist gemeint, dass im Süden bzw. Norden, je nachdem, wie man die Karte deutet, weil auf der Karte ist Süden oben. Und hier südlich davon ist noch ein Grabstein. Der zweite Absatz, gleich wie hoch das Inseln ist, ein Schnurgrad immer weiter, bedeutet einmal um den Felsen herum. Beim vierten dann verweilt. Sein Wort soll euch Belehrung sein. So. Das heißt, wir gehen einmal schnurgerade über, also um den Felsen herum. Und hier ist das Grab des namenlosen Söldners. Er lag einem heimtückischen Gift. Man hätte ihn retten können, wäre zeitig zum Heiler gegangen. Stattdessen grub er seinen verstorbenen Mitstreiter und somit gleich sich selbst ein Grab. Aber aus dem zweiten Reim wissen wir, der Sinn liegt nicht im Offenbar, durch die Bemerkung am Rande ist weise, bedeutet, die Grabinschrift ist nicht wichtig, aber das kaum leserliche Gekritzel darunter ist wichtig. Hinter totem Holz, das Thron kauert auf schwarzem Stein, erblicket ihr rechter Hand ein Einland mit einer Saat aus Gebein. Ziel meiner Suche waren nicht die fahlen Knochen im Moor, vielmehr Zierwerk, das wuchs über ihren Häuptern empor. Ja. Also, Sinn liegt nicht im Offenbaren, durch die Bemerkung am Rande ist weise haben wir. Nun heißt es auf zu neuen Orten, wo Steinräder auf ihre Ergründung warten. Ja, nun heißt es zu neuen Orten, man soll woanders weitersuchen, irgendwo, wo Borons Räder stehen. Also gehen wir dahin, aber zu welchen? Halbe sind ganze, das sollte bedacht sein, sonst endet sie schnell die Reise. Halbe Räder sind gebrochene Räder aus Räder, also Grabsteine. Um aus halben Ganze zu machen, benötigt man sowohl nach oben offene als auch nach unten offene Bohrungsräder. Von unserem Baum aus kann man Folgendes sehen.
Ja, ein toter Baum, aber im schwarzen Stein, davon gibt es viele im Moor. Ja, mit einer Saat aus Gebein. Rechter Hand. Ja, diese Quest ist sehr kompliziert. Also das wäre. Also ja, Borons Räder sind die hier. Das ist ein nach unten geöffnetes und das ist da ist ein nach oben geöffnetes. Aber die beiden zusammen ergeben nicht eins. Sondern gut, wir haben hier einen toten Baum. Auf einem schwarzen Stein. Wie gesagt, von denen gibt es hier ein paar. Ja, also. Entschuldigung, ich musste gerade etwas lesen und verstehen. Also, wenn wir von hier aus nach Norden gucken, sehen wir Borons Räder. Also begeben wir uns auf die Insel mit den. Mit der Ruine und den Krypten. Was ich übrigens erst im Nachhinein erfahren habe, was uns den Kampf gegen den Nekromanten etwas leichter hätte machen können. Die Nekromantie-Zauber über den Krypten. Die konnte man. Kaputt machen. Mit Fernkampf. Ups. Jetzt hatte die sicherlich gerade Standbild. Das war allerdings nicht so geplant. Nach Süden von der Insel mit der Tempelruine. Also ja, das ist ein sehr schwieriges Ding. Wir sind hier eigentlich schon richtig.
gucken wir noch mal kurz das Bild. Also ja. Das ist, glaube ich, nicht das gemeint. Boronsrad. Nein, nicht ganz. Das hier müsste das gemeinte Boronsrad sein. Genau. Wenn man nämlich da guckt, dann ergeben die zwei ungefähr ein Rad. So. Und hier ist. Aha, hier ist das Grab mit Knöpfen, also sind wir schon mal richtig. Das heißt, wir haben jetzt die dritten Reim. Perlenschlange aus kahlem Rhein windet sich in Gift getränkt. Heißt, hier sind Knöpfe, die sich wie ein S, wie eine Schlange reihen und mit Giftfallen versehen sind. So, der nächste Teil des Reims. Sanft gestreichelt an rechter Stelle lächelt sie den Mutigen an. Heißt, wenn man den richtigen Knopf drückt, wird man belohnt. An rechter Stelle meint sie nämlich den Knopf ganz rechts außen. Damit es einen einzelnen Knopf rechts außen gibt, muss man sich seitlich vor das Grab stellen. Der Tor hingegen, der sie berührt, mit Tor wird er beschenkt. Der Tor hingegen bedeutet, wenn man den falschen Knopf drückt, wird man vergiftet. Ist hier noch ein Hinweis versteckt? Ja. Also der die Lösung geschrieben hat, ist auch ein bisschen verwirrt teilweise gewesen. Da wir wissen, welches der richtige Knopf ist, stellen wir uns auf die linke Seite des Grabes und drücken nur den rechten außen liegenden Knopf, wo wir einen Schlüssel und ein vergibtes Pergament finden. Okay, auf die linke Seite des Grabes und drücken diesen Knopf. So. Ja, der erste, zweite und dritte Reim wurde gelöst. Der vierte Reim. Das Pergament, welches ich mit dem Schlüssel beim Grab gefunden habe, ist tatsächlich von der Schatzkarte abgerissen worden. Und es ist ein vierter Reim darauf niedergeschrieben. Nur scheint leider nicht der letzte Reim gewesen zu sein. Es fehlt immer noch ein Teil der Schatzkarte. All die Reime haben zu einem Schlüssel geführt. Er hat verblüffende Ähnlichkeit mit dem Exemplar, welches das Gitter zur Gruft von Molinde geöffnet hat. Es ist daher naheliegend, dass dieser Schlüssel hier eine andere Gruft öffnet. Ja, wir können mal ins Inventar schauen. Folge den Sch von Schwertern gesäumten Pfad. Nicht die erste Pforte führt zum Ziel. Nähere den Krieger auf ewiger Wacht und es offenbart sich güldener Lohn. Also ja, wir müssen zu den Schwertern zurück. Und nicht in die erste, sondern in die zweite Pforte rein. Ja, und da war ja noch dieser. Ja, das mit dem Gekritzel hatten wir. Ja, folge den Schwertern gesäumten Pfad, nicht die erste Pforte, heißt, es geht zurück zum Ausgangspunkt der Suche, wo die drei Söldner sind. Und dort verläuft ein Pfad zu zwei Gruften.
Die Tür zur ersten Gruft führt nicht zu ziehen, also muss man die zweite nehmen. Okay. Das heißt, wir gehen hierhin zurück, gehen dann hier oben die beiden Gruften clearen.